Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Nachdem wir das letzte Mal den Manager von Mad Dog, nun ja, einen sehr schönen Meeresblick verschafft haben, werden wir jetzt nochmal zu... Nee, wir fahren zu Tenpenny. Wir hatten jetzt zweimal hintereinander OG Logue und dreimal ist, glaube ich, einfach zu eintönig. Oder, ich glaube, das wäre auch nur noch eine Mission mit dem. Und ich glaube, das... Ich glaube, der labert uns jetzt nur einfach mal kurz voll. Und das war's dann. Also wir können ja einfach mal die doch nochmal machen. Ich glaube, dann haben wir den auch hinter uns. What's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl, if I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get house. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. Said it. You know what I'm saying? Besorgt dir neue Klamotten und geh zum Friseur. Dann schaut zwischen 20 Uhr und 6 Uhr bei der Hausparty in OG Logs Haus vorbei. So, ich glaube, da könnten wir jetzt sogar schon hin. Mal ganz kurz gucken. Ja, könnte man jetzt schon hin. Also man muss keine neuen Klamotten kaufen und braucht es auch nicht zum Friseur. Kann man machen, können wir einfach mal machen. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir aber auch nochmal schnell zu Tenpenny. Oder wir gehen hier mal beim Friseur rein. So, mal gucken. Blondes Haar? Nein, nein. Keilförmige Frisur. Ja, ja. Mal überlegen. So, Grove-Schnitt? Nee. Genau, den wollte ich mal gucken. Schade, dass man sich da nicht mal so von der Seite so ein bisschen sehen kann. Also ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Irokese. Doch, wir nehmen den. Ich hatte gerade überlegt, ob wir vielleicht diesen hier nehmen sollen. Aber ich glaube, das lasse ich mal lieber. So, und wir gehen jetzt zu Tenpenny mit unserer schicken neuen Frisur. Hey CJ, bro, what up, G? Hey Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Okay, I'm gonna come over right now then. Muskeln aufgebaut, du bist jetzt gut durchtrainiert. Weiter so, dann werden deine Attacken mehr Schaden anrichten. Naja. So, wir können jetzt doch einfach mal zu OG Logue fahren. Gut, haben jetzt keine neuen Klamotten, aber... Oder wir gehen zu Tenpenny. Ach, Tenpenny, machen wir mal.
Ich glaube, das wäre dann jetzt auch das letzte Mal, dass wir was mit OG Rogue dann zu tun haben bei der Mission. Deswegen machen wir jetzt erstmal Tenpenny. Ich glaube, das ist auch also es wird nicht die letzte Tenpenny Mission sein, kann ich jetzt schon mal sagen. Burning Desire. Hey, Carl Johnson. CJ. Oh. Come on over here, son. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop back. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We could shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. He's got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now, you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Tenpenny hat einige Molotow-Cocktails in einen Durchgang in Downtown Los Santos versteckt. Hol sie ab. Und wir können hier auch den Polizeiwagen nehmen, was ich auch sehr geil finde. Und dann fahren wir einfach mal jetzt dahin. Mit Blaulicht natürlich. Oh. Ziemlich viel Polizei hier heute unterwegs. Hier ist ein Ammunition. In die Ammunitions kommen wir später übrigens auch noch rein. Wie der Name ja schon eigentlich verrät. Und das Bild, was man da ja auch gerade gesehen hat, kann man da sich später Waffen, Munition und alles kaufen. Oh, 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 scheiße. So, dann müssten wir gleich zu der Gasse hier vorne kommen, wo es Molotows gibt. Nicht umkippen, nicht umkippen. Gut. Die Karre steht noch richtig. So, das müsste ja dann hier vorne die Gasse sein. So. Nehmen wir die mal in die Hand. Zwei Stück. Drücke und halte Maustaste links, um einen Molotov-Cocktail zu werfen. Je länger du die linke Maustaste gedrückt hältst, desto weiter der Wurf. Sei vorsichtig, wenn du nicht weit genug wirfst, wirst du von der Explosion erfasst. So, und wir sollen hier vorne jetzt irgendwelche Typen wahrscheinlich abknallen. Oder setze das Haus in Brand. So, stellen wir uns mal hier hin. Okay, oh. So, ducken und kann man da auf den Benzintank? Oh, oh. So. Na komm. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt wieder mal die normale Knarre auf. Da ich die irgendwie doch lieber mag als hier andere. Als die schallgedämpfte. Hä? So. Molotow. Oh oh. Rennen wir? Okay. Müssen wir gar nicht einschießen. Oh, oh. So, komm her. Gut. Knarre aufnehmen. Nachladen. Na komm, hoch.
Da vorne steht doch schon der nächste, der was abkriegen. Na komm. Molotow. Knarre daneben. Ist hier noch einer? Nee, scheint nicht so. Ja, von wegen, das geht nicht noch einer. So, komm. Hat er auch noch was fallen lassen? Ja. So, und jetzt wieder ein Molotow in die Hand. Werfen. Hübsches Feuerchen, mach weiter. So. Gut gemacht, das Haus wird abbrennen. Ein Mädchen befindet sich noch in dem brennenden Haus. Du musst es retten. Und das Mädchen hat jetzt auch eine Gesundheitsanzeige. Hä, wo ist denn das? Ach so, hier rum. Ich habe gesehen, da sind schon ein paar rausgerannt. So, hier. Waffe aufnehmen und schnell ins Haus. Oh, oh, hier leckt das. Wieso leckt das hier? Das verstehe ich gerade echt nicht. Da die Geld. Okay, wo ist ein Feuerlöscher? Ich weiß, man braucht hier einen Feuerlöscher. Wir haben zwar einen dabei, aber ich nehme hier lieber auch nochmal ein bisschen was mit. Und ich höre, der Part ist jetzt vorbei. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir das Mädchen da oben mal rausholen. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.